Heute gebe ich euch einen Einblick in meine Ohren und auch in meinen Kopf, denn ich öffne meinen Podcast-Player für euch und berichte darüber, was in meine Top 5 Podcasts, warum höre ich sie, wie lange höre ich sie auch und was kann man dabei lernen. Das alles und noch viel mehr heute im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Vor einigen Episoden habe ich darüber gesprochen, warum ich irgendwann mal einen Podcast gestartet und bis heute auch durchgezogen habe. Und dabei habe ich auch darüber berichtet, dass ich am Anfang selber ganz viel Podcasts gehört habe und so wahrscheinlich um die 30 Podcasts abonniert habe. Auf diese Aussage hin hat dann mir jemand die Frage gestellt: Mensch Hannes, gib uns doch mal gerne einen kleinen Einblick. Wir wollen auch mal hören, so ein bisschen hinter den Kulissen. Was hörst du denn so? Sind das denn Themen auch zum Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements oder allgemein zum Thema Gesundheit? Oder mit was beschäftigst du dich denn? Was ist sozusagen vielleicht auch der geheime Erfolg hinter deinem Business? Und ja, wie nimmst du Wissen auf? Und ich habe dann tatsächlich mal nachgezählt. Es sind gar keine 30 Podcasts, die ich abonniert habe, sondern exakt 36 verschiedene, die ich derzeit, ja, dem ich folge, die ich abonniert habe. Nicht mehr alle sind aktuell, nicht mehr alle werden regelmäßig gefüttert, aber für den Fall der Fälle, dass mal wieder irgendwo eine neue Episode dazukommt, ist dann der entsprechende Podcast auch in der Podcast-App geblieben. Und ich habe mir dann selber auch die Frage gestellt, was sind denn jetzt sozusagen die Podcasts, die für den möglichen Erfolg von uns und unseren Unternehmen mitverantwortlich sein könnten. Wo, ja, kann ich eine klare Empfehlung abgeben? Was höre ich so? Und dabei habe ich so 5 verschiedene Kategorien gebildet. Und weil es für mich mega schwierig war, da auch in den verschiedenen Kategorien immer so die Top Nummer 1 auszuwählen, habe ich meistens in jeder Kategorie nochmal so 1, 2, 3 Alternativen nochmal mit dazu gepackt. Also ihr kriegt nicht nur jetzt die Top 5 von mir, sondern eher so die Top 10 oder Top 15 Podcasts, denen ich gerne folge. Die erste Kategorie, die ich ausgewählt habe, weil es einfach auch die Kategorie war, die ich ganz am Anfang gehört habe, ist die Kategorie Mindset, Motivation, ja, auch sowas wie Inspiration. Und den Podcast, den ich euch da als absolute Spitzenposition empfehlen kann, ist der sogenannte Mindset-Podcast. Früher hieß der Podcast noch Die Kunst, dein Ding zu machen. Produziert wird das Ganze von Christian Bischoff. Und ich glaube, seit 2015, 2016 wird das Ganze auch veröffentlicht. Also ich bin ja schon sehr, sehr, sehr lange mit dabei. Inzwischen sind weit über 400 Episoden auch im Podcast veröffentlicht worden. Und ich habe irgendwann mal reingehört, fand das total toll. Und habe dann chronologisch angefangen, die ganz alten Episoden von alt nach neu durchzuhören. Und ich bin inzwischen auch durch 400 Episoden durch. Und auch von der Länge her sind die Episoden sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt mal ganz kurze Folgen, die bloß irgendwo zwischen 5 bis 10 Minuten liegen. Im Schnitt würde ich sagen, gehen die meisten Episoden durchschnittlich so um die 20 bis 25 Minuten. Es gibt aber auch Episoden, die über die Stunde hinausgehen. Und von der Länge her haben wir auch schon drüber gesprochen, ist das für mich eine recht angenehme Länge. Die Episoden, die deutlich über die Stunde gehen, die höre ich dann eher so auf längeren Autofahrten, und die, die so für zwischendurch zu konsumieren sind, die höre ich dann typischerweise auf Arbeitswegen oder beim Sport oder beim Spazierengehen oder auch mal bei so Alltagstätigkeiten wie Abwaschen, Staubsaugen oder irgendwie, ja, beim Streichen und Malern und Handwerken. Da kann man auch nebenbei immer wunderbar Podcasts konsumieren. Der Mindset-Podcast von Christian Bischoff erscheint wöchentlich. Ich glaube, am Anfang war die Regelmäßigkeit häufiger, aber irgendwann wurde umgestellt auf wöchentlich. Ich glaube, dienstags wird das Ganze immer veröffentlicht. Warum weiß ich das nicht genau? Weil ich 36 verschiedene Podcasts habe und nicht immer höre ich alle Podcasts gleich sofort, wenn sie veröffentlicht werden. Manchmal sammle ich auch erstmal ein paar Podcasts und höre die dann sozusagen am Stück. Es geht um Motivation, es geht um Mindset, wie motiviere ich mich, wie kann ich mir Ziele setzen, wie kann ich mich inspirieren lassen, insbesondere auch die Interviewfolgen mit ja, verschiedenen Persönlichkeiten. Es ist immer wieder auch schön zu sehen, sich einfach da auch, ja, sozusagen inspirieren zu lassen von anderen, die schwierige Wege gegangen sind. Und deshalb hier in der Kategorie, ja, Mindset, Motivation, ist der Mindset-Podcast mein absoluter Top-Favorit. An Position 2 als sozusagen Alternative, falls ihr den Mindset-Podcast schon kennt, kann ich euch Tom's Talktime empfehlen, der Erfolgspodcast, also Tom's Talktime, der Erfolgspodcast. Auch ein Podcast, ja, Tom Kaulis heißt er, glaube ich, ist einer der ersten Podcaster in Deutschland gewesen, produziert, ich glaube, seit 2008 oder 2009
schon Toms Talktime. Auch da gibt es Unmengen an Episoden. Ich weiß nicht, ob er schon die 1000 geschafft hat. Doch, ich glaube, über 1000 Podcasts müssen das sein. Da habe ich es tatsächlich noch nicht geschafft, alle Episoden zu hören, sondern habe da auch als Empfehlung ganz klar so die ersten Episoden, wo es ganz stark noch um Erfolg, Erfolgsroutinen, Motivation, Glaubenssätze und so weiter ging. Das fand ich am spannendsten. Und dann später hat Tom da das Format umgestellt, hat jetzt eher so zu 80% Erfolgsinterviewgäste, mit denen er spricht. Es sind da auch ganz viele Unternehmer dabei und aus verschiedenen Branchen. Auch da lernt man eine ganze Menge. Aber so das Learning über die Themen Erfolg, da kann ich insbesondere so die ersten 100, 120, 150 Episoden empfehlen. Dann später, als es dann eher in dieses Interviewformat ging, habe ich so ein bisschen die Routine verloren. Hat mich dann teilweise nicht mehr ganz so angesprochen. Aber grundsätzlich, gerade die alten Episoden, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Genau, erstmal dazu zum Thema Mindset. Die zweite Kategorie, die ich für euch ausgewählt habe, ist so der Bereich Führung, Recruiting, Onboarding, Leadership. Da kann ich euch zum einen den Podcast Selbstvertrauen macht Geschwindigkeit empfehlen von René Wassmund. René Wassmund war auch selber schon bei mir als Interviewgast hier im Podcast. Falls ihr die Episode noch nicht gesehen habt und René noch nicht kennen solltet, dann schaut euch gerne da das Ganze auch nochmal an. Da haben wir auch über die Themen ja, Führung und Leadership und Vorbildfunktion gesprochen. Und Renés Podcast erscheint alle 14 Tage, sind jetzt so ungefähr um die 60 Episoden und es geht insbesondere um die Themen Führung. Wie fungiere ich als Leader, wenn ihr vielleicht auch ganz neue Führungskraft seid? Wie kann ich meine Rolle finden? Wie setze ich Ziele? Wie kommuniziere ich diese Ziele? Dann ist das auf jeden Fall eine der wichtigsten Podcasts. Das Format ist auch ganz cool, weil der René Wassmund hat das eher als eine Art Interviewformat zusammen mit dem Christian und die werfen sich immer so ein bisschen die Bälle gegenseitig zu und haben da eher als eine Art Dialog, wo das Wissen vermittelt wird und das ist eigentlich sehr, sehr erfrischend, ist nicht so monoton, wie wenn ausschließlich Content vermittelt wird. In dieser Kategorie Führung, Leadership, Recruiting, wie kann ich auch sozusagen meine Arbeitgebermarke stärken, ist noch ein zweiter Podcast, den ich euch empfehlen kann und zwar Streng vertraulich, die Unternehmergeheimnisse von Pia Tischer. Pia Tischer ist die Geschäftsführerin von Covito. Covito ist eine Recruiting-Software und im Podcast Streng vertraulich spricht sie insbesondere auch um die Themen Führung, Unternehmensleitung und eben schwerpunktmäßig dann auch die Themen Recruiting. Wie finde ich überhaupt die richtigen Leute? Wie kann ich A-Mitarbeiter von B- und C-Mitarbeiter unterscheiden und identifizieren? Wie kann ich das Onboarding auch so gestalten? Und gerade so in Zeiten des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels ist auch da mit Streng vertraulich Unternehmergeheimnisse mit Pia Tischer mit knapp 130 Episoden ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert. Und der Podcast erscheint auch häufiger, so 2 bis 3 Mal pro Woche kommen dann neue Episoden dazu. Und wie schon erwähnt, sind es derzeit ungefähr 130 Episoden, die da zur Verfügung stehen und veröffentlicht sind. Der dritte Bereich ist sozusagen eher das Thema Biografien. Auch hier nutze ich so wahre Geschichten aus dem echten Leben gerne als Inspirationsquelle. Wenn das dann auch noch Biografien von erfolgreichen Unternehmern, Unternehmerpersönlichkeiten sind, dann inspiriert mich das nochmal deutlich mehr. Und hier kann ich grundsätzlich alle oder fast alle Podcasts von der Firma Wondery empfehlen, also Wondery, ich weiß gar nicht, womit die wirklich so ihr Geld verdienen. Auf jeden Fall veröffentlichen sie ganz viele verschiedene Podcasts zu unterschiedlichen Themen. Es gibt da zum Beispiel einen Podcast, der heißt Überlebt, wo ja, Schicksalsschläge von Personen als Geschichte verpackt dargestellt sind. Und die Podcasts, das kann man auch wirklich sagen, die haben richtig Hörbuchqualität. Also während das hier eher alles so hemdsärmlich ist und roh und authentisch, haben die Podcasts von Wondery halt wirklich so Hörbuch- und Hörspielcharakter, sind wirklich bis ins kleinste Detail optimiert und das ist auf jeden Fall sehr angenehm zu hören. Da gibt es eben zum Beispiel den Podcast Überlebt, wo ja, Personen Schicksalsschläge hatten und schwierige Situationen irgendwie überlebt haben. Das gibt auf jeden Fall Motivation, auch den Unternehmensalltag zu überleben. Dann gibt es auch We Crashed, das ist die Geschichte von WeWork.
Und da ist praktisch die Geschichte von WeWork in mehreren Podcasts dargestellt. Es gibt den Vogel abgeschossen, das ist die Geschichte von Elon Musk, wie er Twitter übernimmt und was da alles so passiert ist. Oder auch zum Beispiel verdammt berühmt. Da geht es eher um das Leben der berühmten Persönlichkeiten, zum Beispiel Michael Schumacher oder Marilyn Monroe. Da wird einfach so der Lebensweg dargestellt. Madonna war da auch schon mit dabei, das ist total cool. Den ich da aber von Wondery am meisten empfehlen kann und wo es auch, glaube ich, die meisten Episoden jetzt inzwischen schon gibt, die veröffentlicht sind, ist Kampf der Unternehmen. Gibt es, glaube ich, auch im Englischen, da heißt es Business Wars. Und es geht hier immer um mindestens zwei Unternehmen, die gegeneinander irgendwie ankämpfen. Also McDonald's gegen Burger King oder Facebook gegen Snapchat oder, weiß ich nicht, Airbus gegen irgendwelche anderen, gegen Ryanair ist jetzt, glaube ich, aktuell was da veröffentlicht ist. Oder nee, Lufthansa gegen Ryanair und Boeing gegen Airbus, genau, das war der andere Kampf. Und das ist total spannend und hier kann man auch richtig viel als Unternehmer rausziehen. Was machen manche Unternehmen, um die Konkurrenz sozusagen irgendwie auszustechen? Und sehr, sehr unterhaltsam, meistens sind es so 5, 6, 7 Episoden pro Kampf, also wenn es heißt McDonald's gegen Burger King, dann geht das so in 3, 4, 5 Episoden dieser Kampf und dann kommt eben der nächste Kampf der Unternehmen. Da sind inzwischen auch weit über 200 Episoden veröffentlicht, das Ganze jede Woche aufs Neue eine weitere Episode und das ist auf jeden Fall ein Podcast, den verfolge ich dann immer, da freue ich mich schon immer, wenn die neuen Episoden veröffentlicht sind. Da bin ich immer relativ up to date, was das angeht. Dann die vierte Kategorie, das ist bei mir so die Kategorie Finanzen, Aktien, Investitionsmöglichkeiten. Hier kann ich den Podcast Geldbildung von Stefan Obersteller empfehlen. Auch hier gibt es inzwischen 450 Episoden. Ich glaube, der Geldbildung Podcast wird auch, ich glaube, ungefähr einmal wöchentlich. Also am Anfang war es, glaube ich, sehr stringent, immer einmal wöchentlich. Und jetzt ist das eher so mal alle 14 Tage, mal ist 3 Wochen Pause. Also es ist nicht mehr ganz, dass jede Woche eine neue Episode veröffentlicht. Aber hier geht es insbesondere auch um mögliche Anlagestrategien, sehr, sehr fundiert recherchiert. Also das ist nicht so hemdsärmlich, sondern immer sehr, sehr gut wissenschaftlich fundiert auch aufbereitet. Stefan Obersteller, muss man auch noch dazu sagen, hat kein Interesse, bestimmte Produkte zu verkaufen, sondern ist sozusagen unabhängiger Berater, wenn man ihn sozusagen beauftragt, mit den eigenen Finanzen da mal drüber zu schauen, dann bezahlt man eher in Stunden Honorar, als jetzt, dass er sein Geld über Provisionen und Ähnliches verdient und dadurch ist er eben unabhängiger Berater, beschäftigt sich seit Jahren, hat auch Ausbildung in den Bereichen Finanzen und BWL und dergleichen. Müssen wir mal auf jeden Fall, also ich kann den empfehlen und habe da viel, viel gelernt in Sachen Investitionen. Worin kann man sein Geld investieren? Was sind ETFs? Was sind Devisen? Was sind Aktien? Was sind Zertifikate? Und so weiter und so fort. 450 Episoden, manche Interview-Episoden sind da auch mit dabei und ich finde das sehr, sehr seriös und auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Als zweite Alternative zu dem Thema Finanzen ist die Wissenschaft des Investierens, auch mit Benedikt Prandtl. Während ich sonst eher so auch auf unterhaltsame Podcasts stehe, ist gerade beim Thema Finanzen für mich das wichtig, dass es seriös ist, dass es fundiert ist und wie der Name hier schon sagt, die Wissenschaft des Investierens. Bei Benedikt Prandtl wird halt ganz, ganz viel in Richtung Statistik und eben wissenschaftliche Untersuchung Wert gelegt. Und das finde ich zumindest beim Thema Geldbildung ganz, ganz entscheidend. Der fünfte Bereich ist für mich auch wieder eher so ein unternehmerischer Bereich und zwar die Themen Vertrieb, Marketing und Kundengewinnung. Hier kann ich 2 verschiedene Podcasts empfehlen. Zum einen ist es Dirk Reuters Vertriebsoffensive Podcast. Ich weiß, die Personen um Dirk Reuter sehr, sehr umstritten. Nicht alle Ansätze, insbesondere auch den Führungsstil, den teile ich so, aber es geht ja gar nicht darum, dass man von einer Person alle Wesenszüge und Ansätze übernimmt, sondern dass man eben das übernimmt, was einen selber auch irgendwo weiterbringt. Und in Sachen Verkauf, glaube ich, macht Dirk Reuter niemand so schnell etwas vor oder auch dupliziert das Ganze so einfach. Dementsprechend gibt es schon weit über 1000 Episoden, wo Dirk und sein Team sowohl in Solo-Folgen als auch in Interview-Formaten über die Themen Marketing, Online-Marketing, Einwandbehandlung, Verkauf, Vertrieb
und dergleichen eben auch spricht. Das Ganze mehrfach pro Woche, also so im Schnitt 2 bis 3 Episoden werden da auch veröffentlicht. In den letzten Jahren ging es auch immer mehr auch darum, was zwischen den Ohren ist, also das Mindset und Glaubenssätze, die ich einfach entwickle. Insbesondere so die ganz, ganz ersten Folgen, ich glaube seit 2016 wird auch hier der Podcast veröffentlicht. In den ganz, ganz ersten Episoden ging es im Schwerpunkt wirklich um die rein verkäuferischen Skills. Wie mache ich eine Eröffnung im Verkaufsgespräch? Wie gehe ich mit Einwänden um? Was ist der Unterschied zwischen Einwänden und Vorwänden? Wie kann ich den Kunden überhaupt erstmal finden? Wie werde ich auf ihn aufmerksam? Verschiedene Werbemittel, die man einfach verwenden kann. Eine geistige Brandstiftung und so weiter und so fort. Das sind sehr, sehr inhaltlich sehr, sehr spannende Themen gewesen. Dann ging es in den letzten Jahren natürlich auch immer stärker um die Themen Online-Marketing. Wie kann ich mit Funnel-Strategien und mit Online-Werbung eben auch die Kundengewinnung gestalten? Und dann so als letzter Punkt, insbesondere in den letzten Jahren, ging es verstärkter auch darum, wie kannst du dein Unternehmen weiterentwickeln? Wie kannst du skalieren? Wie findest du die richtigen Mitarbeiter? Also es wurde eher vom Verkaufspodcast in Richtung eher Unternehmenspodcast. Aber vor allem die ersten Episoden in Sachen Verkauf kann ich jedem Unternehmer, weil die Kundengewinnung ist ja eines der größten Herausforderungen für uns als Unternehmer, kann ich jedem Unternehmer auf jeden Fall ans Herz legen. Als zweite Alternative in Sachen Verkauf oder auch Marketing, Online-Marketing, kann ich euch den Mehrgeschäft Online-Marketing Live-Podcast empfehlen. Da gibt es auch einen großen YouTube-Kanal von Mehrgeschäft, der von Pascal und Jeremy Fay, also von Pascal Fay und Jeremy Fay, das sind zwei Brüder, gestaltet wird. Und ab und zu veröffentlichen die beiden auch das Ganze als Podcast. Ich schaue halt nicht so gerne YouTube, weil da muss ich immer an einem Bildschirm sein. Ich höre eher lieber Podcast. Und der Podcast von Mehrgeschäft wird auch ab und zu betrieben, längst nicht so regelmäßig. Und deswegen ist hier meine klare Nummer 1 in Sachen Marketing und Vertrieb der Vertriebsoffensive Podcast und dann erst Mehrgeschäft auf Position 2. Ja, das so als kleiner Einblick in meinen Kopf. Welche weiteren Podcasts? Also das war ja jetzt nur, wir haben 10, 12 verschiedene Podcasts. Insgesamt, wie gesagt, habe ich 36 aktuell abonniert. Gebt mir gerne da mal Feedback, welche Podcasts könnt auch ihr empfehlen? Insbesondere in diesen verschiedenen Bereichen, im Bereich Führung, im Bereich Leadership, im Bereich Motivation, im Bereich Geldbildung. Was vielleicht für euch überraschend ist, ich höre relativ wenig zum Thema Gesundheit oder auch betrieblichen Gesundheitsmanagement. Woran liegt das? Ich habe halt, als ich angefangen habe mit Podcasts hören, nach Podcasts zum Thema betrieblichen Gesundheitsmanagement gesucht und habe nichts gefunden, was dann ja dazu geführt hat, dass ich selber einen Podcast zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement an den Start gebracht habe. Und jetzt höre ich absichtlich keine Podcasts zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, weil ich es vermeiden möchte, dass ich meine Ideen von der Konkurrenz bekomme. So, das mal so klar auszudrücken. Also ich höre absichtlich keine Podcasts, um nicht zu sagen, oh, das ist ein geiles Thema, darüber muss ich auch mal sprechen. Und fange dann an, die Konkurrenz zu kopieren. Das möchte ich nicht. Und deswegen habe ich wirklich bewusst gesagt, ich höre keine Podcasts von den Mitwettbewerbern. Ich weiß auch gar nicht, was es da gibt. Falls ihr da welche habt, habt ihr gerne die Möglichkeit, das Ganze als Kommentare unter YouTube oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App auch nochmal mit zu streuen. Und falls ihr da spannende Themen habt, schreibt mir da gerne auch an info@outness.de. Falls ihr zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement noch mehr wissen wollt, heute war es mal weniger eine Episode zum Thema BGM, aber eine Episode durchaus in Richtung Unternehmertum und sein Unternehmen erfolgreich zu machen. Wenn ihr da noch mehr Episoden haben wollt, insbesondere zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, dann abonniert unseren Newsletter unter bgmpodcast.de/newsletter. Einmal eintragen und dann erhaltet ihr jede Menge Checklisten und Grafiken und Vortragsmitschnitten, um euer betriebliches Gesundheitsmanagement auf das nächste Level zu bringen. Und dann hören wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder oder sehen uns. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.